Afrika Zimmer. Der Weltmenschpreis wurde am Samstag, den 13. Dezember 2008, an der Diplomatischen Akademie in Wien an Frau Magistra Theresa Steuschitz, Volksanwältin, und Magister Alexis Schimmelmanner-Neuberg, Gründer von Radio Afrika und Afrika TV, verliehen. Die Verleihung des Weltmenschpreis 2008 begann mit einer Diskussion zum Thema Afrikaner in Wien, geleitet von Michel Coulin, Professor an der Diplomatischen Akademie in Wien. Ich wollte nur sagen, dass also gerade wir haben diese Diskussion über Mensch und Humanismus gehabt und ich wollte die Volksanwältin begrüßen und gleichzeitig sagen, wie diese Funktion eigentlich mit Menschenrechten, mit Humanismus hier in Österreich verbunden ist. Und ich freue mich also, dass Frau Steuss jetzt dann bei uns heute ist und dass wir dann mit ihr uns austauschen werden. Das wertvolle Erbe, das wir unsere Kinder hinterlassen können, ist eine Frieden. Ich möchte nun die Volksanwaltin und Menschenrechtsbeauftragte Frau Magister Theresa Steuschitz bedanken, dass sie diesen Preis bekommen hat, zum Urbitten, um ihr den Weltmenschpreis 2008 zu überreichen, weil sie sich für alle Menschen engagiert, ohne zwischen Religion, Sprache oder Farbe zu unterscheiden, geopfert hat. Als der Herr Metin vor einigen Wochen mich mit der Idee konfrontiert hat, dass ich von seinem Verein und seiner Initiative ausgezeichnet werden soll, da habe ich als erstes zu ihm gesagt, Herr Metin, bitte, Entschuldigung, aber warum ich? Ich tue ja nur meine Arbeit. Und für diese Arbeit, die ich tue, kriege ich bezahlt. Ich kriege sogar ziemlich gut bezahlt. Und das entspricht sozusagen meinem Verständnis dessen, wofür ich beauftragt bin, als jetzt Funktionsträgerin der Republik, als Volksanwältin und die ganzen Jahre vorher als Abgeordnete zum Nationalrat, als Mandatarin. Dafür brauche ich nicht eine besondere, sozusagen zusätzliche Belohnung, weil das ist mein Selbstverständnis meines Berufes. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen, absolut nicht davon abbringen lassen, mir diese Ehre, dass sein Verein mich würdigen möchte, dass mir diese Ehre zuteil werden zu lassen. Deshalb danke ich ihm ganz besonders und ich freue mich. Weil, ich sage Ihnen was, als Politikerin, und ich bin jetzt schon ziemlich lang, seit 18 Jahren, kriegt man viel Feedback. Aber immer nur dann, wenn man Fehler macht oder wenn man was sagt, was den Leuten nicht gefällt. Positives Feedback ist nicht so verbreitet. Also ich kriege kaum Briefe, wo die Leute schreiben, was Steuschitz, Sie haben das gut gemacht oder so. Aber ich kriege sehr oft Briefe, wo das Gegenteil drinnen steht. So quasi, warum setzen Sie sich schon wieder für Ausländer ein, nicht für Inländer? Und Sie sind eine Inländerhasserin, weil Sie sozusagen Ihre Aufgabe als in dem Fall war ich Integrations- und Menschenrechtssprecherin der Grünen wahrnehmen. Und deshalb ist positives Feedback von Ihnen, das tut gut. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Wir stehen allen jenen zur Verfügung, die ein Problem mit der österreichischen Verwaltung haben, mit der Gemeindeverwaltung, mit der Landesverwaltung, mit der Bundesverwaltung. Verwaltung heißt mit Behörden, mit Ämtern, mit staatlichen Institutionen, die in den Verwaltungsbereich gehören. Zum Beispiel die Diplomatische Akademie wäre eine Institution dieser Art. Wenn es Probleme gibt mit behördlichen Akten, also mit Verfahren, beziehungsweise mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dort, mit Anregungen, mit Beschwerden, die nicht aufgenommen wurden. Zunächst einmal möchte ich also Alexis Schimmelmanner-Neuberg kurz vorstellen und besonders würdigen für das, was er hier in Wien geleistet hat. Leistet, ja? Ich betone dieses Wort. Das, was also Alexis Schimmelmanner-Neuberg
ganz besonders mit Radio Afrika International ermöglicht hat. Das ist also das, was ich auch einen Kosmopolitismus citoyen nennen würde. Und dafür wollen wir dir sehr herzlich danken für alles, was ihr geleistet habt. Und ich weiß, wie sehr du auf Widerstände gestoßen bist, aber wie sehr du weiterhin trotzdem mit viel Mut, mit viel Energie dieses Radio oder diese Radio Afrika International geführt hast. Danke noch für diese Leistungen und für diese Arbeit. Als erstes kann mich bestätigen, es ist schwer, irgendein Wort am Anfang zu finden. Es ist schwer, ein Wort am Anfang zu finden, weil es ist zu glauben, aber schwer zu erleben. Sehr oft diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich sehr oft ein lockeres Verb habe, aber heute ich bin sprachlos, weil voller Emotionen und besonders diesen Moment wollte ich am Anfang an sagen, sollte normalerweise nicht nur mein Moment sein, sondern dieser Moment ist ein Moment von meinen Kindern, die ganze Zeit mich vermissen. Dieser Moment ist ein Moment für meine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wir gemeinsam eben dieses Last tragen. Und dieser Moment ist ein Moment für jene, die eben diese Arbeit verstehen. Dieser Moment ist, meine liebe Damen und Herren, auch ein Moment, um nur Danke zu sagen. Weil sehr oft wird es mir schwer, Danke zu sagen, aber jetzt kommt es mir sehr einfach. Danke zuerst für einen Mensch, einen Migrant, der in diesem Moment, wo wir über Migrationsintegration reden, eine geniale Idee hat. Und aber gleichzeitig ein Migrant, der über die Grenze und dann aber auch einen anderen Migrant denkt. Und das ist ja ein Fundament von unserer Solidaritätsarbeit. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass es Mädchen gibt. Und danke, dass es diese Idee gibt. Und danke, dass ihr sitzt. Wir sind nicht im Sinne, wie man Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen versteht, sondern wir sind ein bisschen mehr so Mediateur zwischen dem Menschen, der betroffen ist, von Verwaltungshandeln und Problemen und der Institution, der dieses Fehlverhalten oder dieser Missstand vorgeworfen wird. Jedenfalls sind wir dazu da, um zu klären. Und jedenfalls. Der Weltmenschverein tritt für eine gleichberechtigte Behandlung aller Hautfarben, Nationalitäten und Glaubensrichtungen, für die Idee einer Weltfamilie ein. Um Bemühungen zu würdigen, diese Idee wahr werden zu lassen, wird seit dem Jahr 2007 der Weltmenschpreis verliehen. An Menschen, die sich besonders für dieses Ideal der Gleichberechtigung eingesetzt haben.